Ja, danke wieder fürs Einschalten. Heute mal noch eine Neuigkeit seit dem Update zum 6.8. Und zwar ist das die Objektgruppenbearbeitung. Das heißt also, es ist jetzt endlich möglich. Eigentlich haben wir alle fast schon darauf gewartet, dass man mehrere Objekte gleichzeitig bearbeiten kann. Das heißt, ich habe jetzt hier Text und dieses Hintergrundrechteck. Wenn wir das einfach mal markieren, kann man hier dann die gleiche Länge einstellen. Das heißt also unter anderem die gleiche Länge oder die gleichen Startpunkt. Wenn wir zum Beispiel sagen, hier wir machen die Dauer der Objektzeichnung von 5 Sekunden mal auf 10 Sekunden, drücken Enter, wird das eben alles doppelt so lang und ich brauche nicht alles einzeln anzuklicken. Also wirklich einfach, simpel, aber auch wirklich hilfreich, vor allem wenn man sehr viele Objekte übereinander liegen hat, die auch irgendwo parallel immer laufen sollen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich fast gar nicht zu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.